Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Herbst ist es ja schon früh kalt geworden und man musste ans Heizen denken. Und darum ist jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, wo man sich überlegen kann, ob man nicht will, mit einer guten Isolation nicht nur viel Geld, sondern natürlich auch viel Energie sparen. Die Wahl vom Isolationsmaterial sollten Sie allerdings nicht dem Zufall überlassen und so ein bewährtes Produkt wie die Isover-Rolle oder die Isover-Bauplatte verlangen. Beides kommen Sie übrigens über im GOB Do It Yourself. Auf dieser Grafik sehen Sie übrigens sehr eindrücklich die hervorragenden Dämmeigenschaften von dem Material. Schon eine 10 cm dicke Isover-Schicht erhöht den Isolationswert um ein Vielfaches. Und der Energieverbrauch geht auch wesentlich zurück. Die Montage ist einfach und auch handwerklich weniger geschickt. Ihr könnt zum Beispiel so einen Dachstock, wo ja der Wärmeverlust am grössten ist, selber isolieren. Wichtig ist, dass die Filzüberlappung von der Rolle an den Dachsparren angeheftet wird, damit ein Zwischenraum entsteht und die Luft kann zirkulieren. Schauen Sie auch darauf, dass das Kraftpapier immer auf die warme Seite, also gegen den Raum, hineinschaut. Sie sehen, so eine Wärmedämmung ist keine Hexerei und es ist eine einmalige Investition, die sich sehr schnell auszahlt. Ein ganz anderes, aber nicht weniger aktuelles Thema ist die Mode. Abgestimmt auf die Modefarben von dem Herbst hat Beldam Kosmetik top-modische Neuheiten für ihr Make-up. Zum Beispiel das Miniset mit Lippenstift und Nagellack für die kleine Handtasche. Oder ein Trio Lidschatten mit harmonisch aufeinander abgestimmten Brauntönen. Für die Haarpflege sind immer mehr milde Shampoo gefragt. Die Haare werden zwar häufiger, aber eben mit milden Shampoo gewaschen, wie zum Beispiel mit Naturell. Für die milde Pflege nach dem Haarwaschen gibt es jetzt neu die Naturell Milchspülung. Die Naturell Milchspülung mit wertvollem Kräuterextrakt pflegt sanft, sie gibt dem Haar Föhnschutz und sie macht es weich und leicht kämmbar. Eine währschafte Käseplatte, das ist etwas, wo man sich immer wieder darauf freut. Probieren Sie zur Abwechslung auch einmal weniger bekannte Spezialitäten, zum Beispiel einen Schweizer Edamer, einen Dom Rustig, einen Saint-Paulin Suisse Champel und einen Bär Camembert Suisse. Servieren Sie dazu ein zartes Milchbauernbrot vom Coop-Bäckermeister und feine Floralbutter aus pasteurisiertem Rahm. Und ein weiterer Vorschlag, es geht das Mal wieder um etwas Währschaftes, kommt jetzt aus der Studioküche. Eins der bekanntesten Eintopfgerichte ist das Irish Stew. Für 4 Personen brauchen wir 1 bis 1,5 Kilo Schafsragout. Der Coop-Metzger macht Ihnen das gern parat. Zwiebeln, Riebli, Lauch, Kohl und Sellerie haben wir gerüstet und in Stückchen geschnitten. Und dann mit dem Fleisch in einen Bräter verteilt. Wir gießen heißes Wasser dran und würzen mit ein bisschen Kümmel. Dann lassen wir zugedeckt das Gericht schmoren. Nach ungefähr 1,5 Stunden kommen noch Herdöpfel dazu. Dann lassen wir das Gericht noch einmal 20 bis 30 Minuten köcheln. Wir servieren unser Irish Stew mit Peterli bestreut. Das Rezept, das wissen Sie ja, steht in der Coop-Zeitung. Ein guter. So, das wäre es wieder einmal für heute. Wir danken, dass Sie für uns Zeit haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achten Sie jetzt aber noch auf Coop-Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. Bei Coop kriegen Sie die Universal-Küchemaschine Satrap Kombimix mit 2 Jahren Garantie zum sensationellen Preis von 139 statt 189 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Arni-Schokolade, Olé, Crémant Frinor, Noisette, Crémant Noisette, Jolie d'Or, Sanomalt und Ciandino eine Tafel nach Wahl statt 1,30 für nur 95 Rappen. Schweizer Raclette-Käse in Scheiben per 100 Gramm statt 1,84 nur 1,54 und in Blöcke per 100 Gramm statt 1,66 für nur 1,39. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag? Eine Linzertorte statt 3,40 nur 2,80. Ein Russenzopf statt 4 Franken nur 3,20. Raclette-Herdöpfel 2,5 Kilo nur 1,95. Auf Wiedersehen!